Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum Zagos Rust Guide. Ja, Folge 1, Leute. Unter dem Motto Server Art. Ich werde euch gleich die Server ein bisschen vorstellen. Ich bin gerade mal in-game. Wie gesagt, dieser Guide richtet sich an Neulinge. Von daher zeige ich euch als erstes mal eine Map. Jeder Server hat eine andere Map. Ja? Es gibt drei Arten von Maps. Es gibt eine, zwei feste Arten. Einmal Harpy's Island und die Barren Map. Das sind feste Maps, die immer gleich sind. Und das sind quasi Random Maps. Diese Random Maps erstellt man durch einen Seed, den man eingibt als Rust Admin. Und dadurch gibt es gefühlt eine Milliarde Karten unterschiedliche. Was ändert sich immer? Es ändert sich immer die Biomaufteilung. Die ganze Map eigentlich. Was sich immer auch ändert, sind die Red Towns, die POIs quasi, die es auf diesen Maps gibt, wo man looten gehen kann. Also ihr habt es gibt unterschiedliche Map-Größen auch noch, das ist ganz wichtig. Das ist jetzt eine Standard-Map, eine 3500er. Und je nach Größe habt ihr halt auch mehr und weniger POIs auf so einer Map. Die POIs stelle ich euch im Laufe dieses Guides alle einzeln vor. Keine Sorge. Nur damit ihr schon mal gesehen habt, wie so eine Map ausschaut. Ansonsten kümmern wir uns jetzt mal um die Servergeschichten. Erstmal können wir hier trennen auch. Könnten wir nämlich gleich auch eventuell mal auf einem anderen Server connecten. Also, so sieht's aus, wenn das Spiel startet. Ihr geht auf Spielen. Werdet ihr erschlagen von der Masse an Servern. Ihr seht, es gibt 95 offizielle Server, 1897 Community-Server und 2749 modifizierte Server aktuell. Ja, dann steht man da natürlich erstmal, wenn man keine Ahnung hat, wie ein Ochs vom Berg. Offizielle Server sind halt einfach offizielle Server. Die irgendwie von Facepunch nicht betrieben werden, aber irgendwie offiziell unterstützt, was weiß ich. Rustafeed.com ist da so die Koryphäe unter den Servern quasi. Es gibt viele Server, die halt dann echt nur alle 4 Wochen gewiped werden. Erstmal, was ist ein Vibe? Fangen wir mit den Grundsachen an. Was ist ein Vibe in was? Ein Vibe ist, dass ein Server zurückgesetzt wird. Es gibt zwei Arten von Vibes. Es gibt den Full Vibe, dann ist alles weg. Wenn ihr eine Base gebaut habt, ist sie weg. Ihr müsst den Rust ja Gegenstände erstmal erlernen, bevor ihr sie bauen könnt. Ihr habt dann wieder keine Gegenstände mehr erlernt, es ist alles weg. Das ist ein Full Vibe. Dann gibt es den sogenannten Map Vibe, was sehr viele Server aktuell machen. Bedeutet, es wird nur die Map gewiped, es kommt eine andere Map. Also eure Base ist weg, eure ganzen Items sind weg. Ihr könnt sie aber noch herstellen, ihr habt nicht eure Rezepte verloren. Das sind die beiden Arten von Vibes. Gewiped wird offiziell alle 4 Wochen, immer der erste Donnerstag im neuen Monat. Also manchmal sind es auch 4,5 oder 5 Wochen. Dann gibt es ein Update und dieses Update vibet sämtliche Server. Spätestens dann ist euer gesamter Fortschritt, den ihr was erzielt habt, weg. Offizielle Server würde ich euch als Neulinge am Anfang von abraten. Offizielle Server sind immer voll. Ist immer was los. Das große Problem ist halt, ihr seht, die sind alle 9 Tage alt. Ja. Manche vipen, also es vipen nicht alle, nur alle 4 Wochen, manche auch unterschiedlich. Könnt ihr draufklicken, jetzt seht ihr keine Beschreibung, aber ihr könnt auf rustafeed.com gehen, da seht ihr dann die einzelnen Server, wann sie vipen. Ihr seht hier auch die unterschiedlichen Maps, hier immer Prozedural Map ist immer diese Random Map, ansonsten gibt es die Barren Map und hier haben wir Harpy's Island. Das sind die Map-Sorten, die ich sagte, daran erkennt ihr, welche Map das ist auf diesem Server. Und ansonsten ganz wichtig, halt, ihr seht, wie alt der Server ist.
Wie gesagt, ich würde euch abraten, am Anfang auf den offiziellen Server zu gehen. Es sei denn, ihr kommt von CSGO oder sonst was und seid irgend so ein PvP-Gott. Obwohl, selbst dann würde ich euch die ersten 2-3 Stunden raten, geht auf den Server und beschäftigt euch mit dem Crafting-System und dem UI und so weiter. Dann könnt ihr immer noch auf so einen Server gehen. Das sind also offizielle Server. Dann gibt es die Community-Server. Community-Server sind Server, die von Spielern oder, ja, wie ich sag, Communities, so wie unser, wir haben auch einen Community-Server, von irgendwelchen Leuten bereitgestellt werden. Haben in der Regel dieselben Settings wie offizielle Server, also Vanilla-Settings. Wie gesagt, werden aber von irgendwelchen, ja, Pappeimern oder halt auch von zuverlässigen Leuten bereitgestellt. Ja, was dieses Ganze hier soll, weiß ich nicht, ob das aktuell irgendein Bug ist in was, wahrscheinlich. Kann ich euch nicht sagen. Es gibt viele Server in Rust, wo Leute scheiße sind. Ja, muss man einfach so sagen, wo ein scheiß Admin oder gar kein Admin da ist. Es gibt Server, da geht ihr drauf, ihr spielt 2 Stunden, dann ist der Server down, dann ist er weg, weil er gedidost wird. Weil ihr den Admin getötet habt und der Admin sich so denkt, weißt du was, fickt euch, ich wipe den Server jetzt einfach und benenne ihn um und starte neu. Gibt es alles in Rust. Es gibt aber auch genauso viele gute Server. Die Frage ist jetzt, wie erkennt ihr einen guten Server? Einen guten Server erkennt ihr einmal... Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn ein Server eine gute oder überhaupt eine Beschreibung hat, wenn er ein Bild drin hat und wenn er eine Website hat. Das ist schon mal immer eine gute Angelegenheit. Ansonsten erkennt ihr auch gute Server. Ich guck mal eben, ob unser gerade angezeigt wird. Ja, perfekt. Unser sieht so aus zum Beispiel. Und ich zeige euch jetzt mal anhand unseres Servers, wie ihr ein bisschen gucken könnt, ob ein Server was taugt. Sagen wir, ihr habt jetzt in der Liste einen rausgesucht, ja, der euch zusagt. Ich nehme jetzt mal unseren Server als Beispiel, den Zagos-Server, ist ja wurscht. Dann geht ihr auf battlemetrics.com zum Beispiel, klickt den Server an, also geht unter Rust suchen, gebt den Namen ein, bam. Als erstes bekommt ihr hier eine Übersicht der Spieler, die aktuell auf dem Server sind. Ist auch ganz interessant. Kennt jeder Ruster, solltet ihr als Neulinge dann auch kennen. Ansonsten seht ihr halt hier Daten wie Größe der Map, welcher Seed der Map es ist. Die Beschreibung, die Website des Servers und das Wichtige, ihr seht halt den Server Rank. Daran seht ihr, wie lange es den Server schon gibt. Ihr seht den Player Count bis, glaube ich, 30 Tage oder sowas zurück. Also 7 Tage könnt ihr noch vernünftig gucken. Ja, habt ihr schon mal einen guten Indiz, wenn ihr seht halt, wie lang es den Server gibt. Ihr seht auch hier die Uptime, wie zuverlässig ein Server ist. Wo ihr die ganze Sache ein bisschen besser seht, ist auf justwiped.net. Auch da geht ihr auf Search, gebt Zagos ein oder den Namen des Servers, klickt ihr unten auf Search Rust Server. Hey, geil, guck mal, wie oft wir den Namen schon gewechselt haben. Ihr seht als erstes direkt, 9 Tage ist der Vibe her. Unser Server wird nur alle 4, beziehungsweise nur beim Force Vibe gewiped. Ist ein Solo-Server mit besonderen Einstellungen. Falls ihr da Interesse dran habt, zagos.de, bekommt ihr alle Infos. Das nur by the way. Ansonsten, ihr seht hier dann halt direkt, gut, den Provider ist jetzt nicht unbedingt wichtig, aber es gibt halt auch ein paar richtig schlechte Provider. Aber ihr seht, First Scene, ihr wisst, der Server, den Server gibt es seit 6 Monaten. So, das ist schon mal ein gutes Indiz. Wenn ihr irgendeinen Server habt, der steht, den gibt es seit einem Tag, ja. Sollte man sich zweimal überlegen, ob man da Zeit investiert und das Risiko eingeht, dass der Server instabil ist oder nach ein paar Stunden offline ist. Ihr seht, Last Scene ist jetzt auch nicht so interessant. Ihr seht auch hier die Map und noch so ein paar andere Sachen. Ihr seht hier unten aber
Server Runtime, ob es Fake Vibes gibt. Ihr seht hier die Vibe-Historie, die bei uns halt, ihr seht, 27.07.2008 ist. Ihr könnt halt so sehen, wenn ihr jetzt einen Server habt, dann steht halt der vibet im Schnitt alle 6 Tage, alle 7 Tage. Daran seht ihr auch, wie lange so ein Server hält, ja? Von der Spieleranzahl her, dann, weil die meisten Server werden halt gewiped, wenn die Spieleranzahl zu low ist. Das sind so Indizien, wonach ihr gucken könnt, ob ein Server was taugt oder nicht. Ansonsten ist es halt einfach ein bisschen Glückssache und ein bisschen Erfahrungswerte, die man sammelt. Ja, da musste jeder durch. Ich habe, wo ich angefangen habe, da gab es aber auch so tolle Seiten noch gar nicht. Musste ich auch dadurch lernen. Habe teilweise 5-6 Stunden auf dem Server gespielt, dann war der Server weg. Ist sehr ärgerlich. Was hier noch wichtig ist, ihr könnt hier nach Spieleranzahl sortieren. Erstmal, wir waren ja stehen geblieben, offiziell Community-Server und dann gibt es noch die modifizierten Server. Worunter auch unser Server läuft, weil wir ein paar Mods nutzen. Modifizierte Server sind halt Server, die, wie schon gesagt, Mods nutzen. Zum Beispiel, wie man es von anderen Spielen kennt, dass man beim Schlagen eines Baumes mehr Holz bekommt, dass die Stackgrößen erhöht sind, dass man schneller craften kann, dass man sich teleportieren kann, dass man gleich Waffen hat und so weiter und so fort. Da ist jeder unterschiedlich. Bei modifiziert müsst ihr für euch raussuchen, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sucht. X2 heißt immer Ressourcen mal 2 zum Beispiel. Aber ansonsten müsst ihr da einfach das Ding raussuchen, was ihr haben wollt. Gut, wie gesagt, was wichtig ist, ihr könnt nach Spieleranzahl sortieren. Was ich euch jetzt als Neuling empfehlen würde, ist, sortiert nach Spieleranzahl, sucht euch einen leeren Server, connectet drauf. Macht euch mit der Steuerung vertraut, macht euch mit dem UI vertraut, mit dem, wie man craftet. Ihr könnt auch einfach hier, nehmt, was weiß ich, nehmt sowas hier, den Sita-Server ist zum Beispiel auch. Ja, nehmt einen Server, wo 10, 12 Leute drauf sind, habt ihr wenigstens ein bisschen, dass ihr jemanden auch über den Weg laufen könnt und so weiter. Oder nehmt halt einen leeren Server. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt mal nach PvE suchen. Und dann geht ihr einfach auf den PvE-Server. Ja, könnt auch hier sortieren. Domination zum Beispiel, also PvE heißt, ihr habt keine Spieler, die euch ins Gesicht schießen, sondern ihr habt dann da Bots rumlaufen, gegen die ihr kämpfen könnt. Aber da habt ihr halt die Chance, dass ihr eventuell Anschluss findet und da jemand findet, der euch ein bisschen an die Hand nimmt, euch ein bisschen was zeigt. Das ist auf dem PvP-Server so gut wie ausgeschlossen, dass das passiert. Es kann passieren, wenn ihr viel Glück habt, aber in der Regel kriegt ihr aufs Maul. Das ist einfach so. Was ist sonst zu sagen? Es gibt, wie gesagt, PvE-Server, habe ich euch gezeigt. Es gibt Building-Server. Da könnt ihr drauf connecten und könnt da, ohne dass ihr groß farmen oder groß, ohne dass ihr farmen müsst, ein bisschen bauen. Könnt euch eure Überlegungen, eure Building-Dinge angucken. Könnt ihr einfach mal das Bauen ausprobieren. Macht auch am Anfang eventuell Sinn. Ansonsten gibt es AIM-Server. Zum Beispiel Bow. Bow-AIM-Server. Da, ja, kämpft ihr nur mit dem Bogen und mit dem Crossbow gegen andere Leute. Ich werde euch auch mal so ein paar Serverarten eventuell am Ende des Guides nochmal vorstellen, wo ich dann einfach mal connecte und mal so 20 Minuten drauf spiele, damit ihr da einen besseren Eindruck von habt. Zeige ich euch jetzt nur mal kurz, was es so gibt. Was hier noch eine Besonderheit ist unter den offiziellen, ist einmal ja. Ist mal schön, wenn man Sabas-Server und Nomad-Server sind. Ihr seht, es ist auch eine extra Map. Ist ganz klein. Sind reine Fun-Server, würde ich behaupten. Man kann da sehr viel Spaß haben. Für Neulinge
Absolut nicht empfehlenswert, aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, mal auf irgendwas anderes, guckt euch das mal an. Wie gesagt, ich werde da mal extra Videos zu machen. Ansonsten gibt es natürlich noch Battle Royale Server. Ja, Battle Royale kennt jeder, gibt es dann fast auch. Und dann gibt es natürlich noch Battlefield Server. Oh, es gibt wieder Cosa Nostra Server. Hey! Letztens waren sie weg. Battlefield Server. Ihr joint drauf, seid komplett equipped, habt die High-End-Waffen, High-End-Rüstung und es geht eigentlich nur darum, zu fighten. Um nichts anderes. Das ganze Farmen, Lernen, Craften fällt weg. Es geht echt nur ums Ballern. Ist am Anfang auch nicht schlecht, um so ein bisschen mal ja, in die Stimmung zu kommen. Auch hier so Combat-Tag-Server. Sehr gut. Wo ihr ein bisschen das Waffenhandling lernen könnt. Und so weiter. Das sind so Serverarten, die es gibt. Wie gesagt, ich werde die Server mal am Ende des Guides mal vorstellen. Das würde aber jetzt einfach den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt hier auf den ganzen Serverarten mal connecten würde, um euch da was zu zeigen. Ansonsten ist noch zu sagen, ihr könnt euch natürlich auch einen Home-Server einrichten. Wenn ihr einen Computer habt, der einigermaßen potent ist, ist das gar kein Problem. Gibt es einen ausführlichen Guide von mir zu, den verlinke ich euch auch hier am Ende des Videos. Da müsst ihr nur einen ZIP-File runterladen, entpacken, eine Datei ausführen, dann installiert sich der Server und dann könnt ihr ganz einfach darauf connecten und das ist dann nur euer Server, der nur privat für euch da ist. Ihr seid da solo drauf, könnt euch als Admin da eintragen und könnt einfach euch alle Waffen geben, alle Items und ihr könnt einfach ein bisschen rumprobieren. Was als Neuling auch nicht verkehrt ist. Wie gesagt, ansonsten empfehle ich euch als Neuling, nehmt einen Community-Server, der leer ist, connectet da drauf und macht euch da erstmal ein bisschen vertraut. So ein Home-Server ist natürlich besser, weil ihr euch da auch ein paar Waffen geben könnt und so weiter und ein bisschen mehr rumtesten könnt. Aber wenn ihr das nicht habt und euch damit nicht beschäftigen wollt, ist das ein ganz guter Weg hier, um sich da ein bisschen vertrauter zu machen. Wenn ihr aber natürlich hier dass euch das Tutorial komplett reingeballert habt, ja, seid ihr eh auf dem Laufenden, Leute. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war Folge 1 des Rust Guides zu den Serverarten. Ja, was ich vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss erwähnen kann, hätte ich wahrscheinlich schon in der anderen Folge erwähnen sollen. Der Guide ist so ein bisschen aufgebaut. Ich zeige euch erstmal so die einzelnen Dinge wie Waffen, Kleidung und so weiter, bevor ich euch zeige, wie man am besten startet. Weil wenn ich euch zeige, wie man am besten startet und dann da eine Waffe, da das und das und dann rafft ihr gar nichts. Deswegen zeige ich euch das ein bisschen umgekehrt. Gut, aber das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wenn es euch geholfen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr Kritik habt, Lob habt, haut es in die Kommentare, bin ich offen für und ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen und ja, in der nächsten Folge geht's weiter. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, ciao.